Ja, herzlich willkommen zur offiziellen Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen der SG Sonnenhof Groß-Asbach und Energie Cottbus. Ich begrüße ganz herzlich hier unseren Cheftrainer Rüdiger Rehm und natürlich auch den Gästetrainer Stefan Krämer. Ihr Fazit zum Spiel bitte. Ja, schönen guten Tag alle zusammen. Ich glaube, wir hatten eine sehr, sehr gute Anfangsphase, waren gut drin im Spiel und anstatt, glaube ich, so Mitte der Halbzeit verdient in Führung zu liegen, sind wir dann in den Konter gelaufen, wie es uns auswärts jetzt schon ein paar Mal passiert ist. Ich glaube, wenn wir eine echte Spitzenmannschaft sein wollen, müssen wir da auf jeden Fall deutlich zulegen. Wir sind aus meiner Sicht viel zu aktiv gewesen für eine Auswärtsmannschaft und haben Räume hergegeben, die du auswärts eigentlich gar nicht hergeben musst. Liegen dann zurück und wir waren uns bewusst, dass Groß-Asbach hier alles reinknallen wird in das Spiel, dass es ein Zweikampfspiel wird, schwer bespielbarer Platz, hochmotivierte Mannschaften, neuer Trainer beim Gegner. Das war klar, das wird ein Kampfspiel, das wird ein super intensives Spiel. Und so, genau so hat sich es auch entwickelt. Wir sind dann zum Glück durch eine Standardsituation zurückgekommen, sind durch eine Standardsituation wieder in Rückstand geraten, sind dann durch eine Standardsituation wieder zurückgekommen. Und dazwischen haben immer so ein bisschen die Vorteile gewechselt aus meiner Sicht. Hinten raus hätten wir mit ein bisschen Pech auch verlieren können, na klar. Trotzdem haben wir nach dem 2-2 auch versucht, weiter nach vorne zu spielen. So hat sich ein, glaube ich, für die Zuschauer sehr interessantes, temporeiches Kampfspiel entwickelt, dass du gewinnen kannst, dass du aber auch verlieren kannst. Deswegen glaube ich, dass der Punkt letztlich in Ordnung geht. Und für beide Mannschaften muss man sehen, was das in der Endabrechnung bringt, dieser Punkt. Dem Kollegen und der Mannschaft und dem Verein, den ich übrigens sehr sympathisch finde, alles Gute für die letzten Spiele. Und Rüdiger, dir viel Glück jetzt bei den Prüfungen. Ich weiß, wie anstrengend das ist, die Zeit. Ich habe das ja vor nicht allzu langer Zeit auch durchgemacht und drücke beide Daumen, dass es gut läuft. Ja. Okay, danke. Ja, vielen Dank, Herr Krämer. Und dann gebe ich das Wort direkt weiter an dich, Rüdi, und deine Einschätzung zum Spiel heute. Ja, wir haben heute ganz klar ein Motto ausgegeben. Ja, wir wollten gemeinsam wieder zur Topleistung finden und wir wollten unbedingt einfach eine Reaktion auf den Dienstag zeigen. Ich glaube, dass wir, oder dass uns bewusst war, oder mir war es sehr bewusst, dass wir die erste Viertelstunde, 20 Minuten, einfach auch ein bisschen das Quäntchen Glück auf unserer Seite haben müssen. Aber das, glaube ich, hat die Mannschaft einfach mit Einsatz und mit Bereitschaft auch in dieser Phase schon sich verdient. Ja, dass Christopher Geng dann die 1-gegen-1-Situation hält, war natürlich sehr, sehr wichtig für uns, dass wir da nicht in Rückstand geraten. Und es war uns auch klar, dass wir immer wieder mal nach Ball gewinnen, einfach mit unseren schnellen Spitzen, dann auch die Räume kriegen, die wir dann auch nutzen wollten. Und genau so ist es auch beim 1-0 passiert. Matze Morris hat den Raum hervorragend erkannt. Der Torwart von Cottbus kommt raus und dann gibt es ganz oft diese Situation eben zum Elfmeter. Wir haben Mitte, erste Halbzeit richtig gut ins Spiel gefunden. Wir haben eigentlich aus dem Spiel raus für Energie kaum mehr was zugelassen. Ja, wir haben klar die Standardsituation und das ist ja auch bekannt und dafür ist Matuschka natürlich auch nicht nur umsonst schon ewig Zweitligaspieler gewesen, weil er die Dinger natürlich perfekt auf den Punkt bringt und wir wussten um die Gefährlichkeit der Standards von Energie. Und dass es auf diesem Boden natürlich auch vor allem in dieser Phase auf die Standards ankommt, war auch logisch. Der Ausgleich war dann die Konsequenz. Unsere Führung war dann eben auch wieder aus einer Standard, ich glaube auch verdient. Ja, ich denke, dass wir auch aus dem Spiel raus die eine oder andere Chance hatten in der zweiten Halbzeit. Die größte, glaube ich, wäre zum 3-1 gewesen von Pascal Sohm, wo Müller überragend hält, ja, gegen die Laufrichtung seine Hand nochmal ausfährt, den habe ich schon drin gesehen. Und klar, im Stand von 2-2 nach der wiederholten Standardsituation zum Ausgleich haben wir natürlich die Riesenchance von Sarsenesi ans Lattenkreuz. Und dann eben den Nachschuss, den ich jetzt nur nicht hundertprozentig erkannt habe, ob Uwe Mörle am Boden eher Richtung mit der Hand Richtung Ball ging oder eben den Körper da hatte, das war nicht zu erkennen, aber anscheinend oder das Gefühl hatte ich, dass er vielleicht den Arm ausgefahren hat. Wichtig war für mich heute nicht das Ergebnis, sondern einfach die Leistung. Ja, und ich glaube, dass wir auf diese Leistung aufbauen können. Wir haben vieles abgerufen von dem, was ich mir erwünscht habe, vielleicht sogar erträumt habe, ja, weil ich nicht mir sicher war, inwieweit die Mannschaft es schon nach diesem herben Rückschlag am Dienstag, 3-4 Tage später, wir haben sehr, sehr viel gearbeitet in den letzten 3-4 Tagen, es schon wieder umsetzen kann, vor allem auch kräftemäßig, es ausreicht. Und von daher war ich sehr zufrieden. Es ist wichtig, dass sich jeder auf unserem Weg sich unterordnet. Und das hat die Mannschaft auch getan. Ich glaube, die Mannschaft hat begriffen, um was es geht.
Und wir wollen mit aller Macht versuchen, eben egal wo wir jetzt hinfahren, zu punkten, zu punkten, zu punkten. Aber nichtsdestotrotz vor allem auch unser Fußballspiel weiterentwickeln. Und ich glaube, die Leistung ist immer, oder das Ergebnis ist immer im Grunde genommen leistungsabhängig. Und wenn die Leistung passt, dann wird das Ergebnis auch relativ oft positiv sein. Und deswegen werden wir daran sicherlich arbeiten in den nächsten Wochen. Danke.